Hallo, ich war heute auf dem Golfplatz und habe trainiert, bis meine Pitches und Chips genauso aussahen und angefühlt haben wie Probeschwinge. Da habe ich etwas sehr Hilfreiches gemacht, um das zu schaffen. Und das Gute ist, du kannst es zu Hause machen. Du brauchst nicht raus in die Kälte. So viel Spaß beim Zuschauen. Wir dürfen beim kurzen Spiel im Treffmoment nicht überrascht sein. Was ich damit meine, ist Folgendes. Man sieht seinen Schlag. Ich habe hier einen 25 Meter Pitch und man macht seinen Probeschwung und das Ganze fühlt sich gut an. Dann geht man zum Ball und natürlich wird man etwas gestresst und das ist sehr wichtig. Und dann plötzlich ist das Treffen sehr hart und ja, dieses harte Gefühl habe ich gar nicht geplant beim Probeschwung. Oft ist dann das Ergebnis auch schlecht. Das große Problem damit ist, dass ich dann beim nächsten Pitch oder Chip nicht sicher sein werde, wie das Treffen sein wird. Ich kann mich nicht auf meinen Probeschwung verlassen. So, ich möchte dir heute einen kleinen technischen Tipp geben, einen ganz entscheidenden, der dir helfen wird, Probeschwung und Schwung mit Ball gleich zu machen. Und wenn du das kannst, das ist Gold wert. Dann kannst du in aller Ruhe deinen Schlag machen, richtig gut dosieren und den Ball richtig dicht an die Fahne spielen. Nur das Erste, was man machen sollte, ist die Lage anschauen. Wenn die Lage so ist, ist es gut. Oder wenn der Rasen recht kurz ist und der Boden relativ fest, es ist ziemlich trocken, dann kann man wirklich einen guten Kontakt erwarten, wenn die Technik einigermaßen stimmt. Aber manchmal ist es so, dass der Rasen gegen mich wächst, dann wird der Schläger stoppen. Oder wenn der Hang ganz stark bergauf ist, da wird der Schläger stoppen. Und manchmal kommt es auch vom Stand, wenn ich meine Hände zu weit vorne habe und das Gewicht zu sehr links, ist das Stoppen nicht vermeidbar. Nur wenn du aber so gut spielst mit Stoppen, wunderbar, dann weißt du, was kommen wird. Aber leider ist es so, dass manchmal unsere Schläge stoppen und manchmal gleitet er schön durch. Ich bin übrigens der Meinung, dass man eher die Sohle des Schlägers verwenden sollte und dass der Schläger immer wirklich durch den Rasen gleiten sollte. So, damit Probeschwung und Schlag mit Ball solide sind, möchte ich, dass du an deinen Rhythmus denkst, an deinen Abschwung, an wie schnell du deine Arme bewegst. Oft ist es so, wenn wir nervös sind, dass wir dann beim Abschwingen zu schnell mit den Armen, mit den Händen werden. Wir müssen schauen, dass wir am Anfang des Abschwunges die Arme und Hände so langsam bewegen, wie die Schulter sich bewegen. Und alles, was du da denken brauchst, ist beim Abschwingen vom Gefühl her langsam die Hände zu bewegen. Dann hast du gute Chancen, dass Hände und Schulter eine Einheit sind. Dieses langsam Starten hilft mir sehr, die Sohle des Schlägers zu verwenden. Und das ist für mich der Schlüssel für guten Kontakt. Okay, so noch ein Probeschwung. Ich starte langsam, damit ich meine Hände vor mein Brust und Bauch habe. Oh, das fühlt sich so gut an. Und das Gefühl werde ich gleich mit Ball haben. Das ist so erleichternd. Und ich kann jetzt wirklich an die Länge auch denken. Hilft mir sehr, vor allem unter Druck. Wenn dieses Video dir gefallen hat, könntest du bitte Daumen hoch klicken? Das hilft mir sehr. Tschüss.